Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn in Wien. Wir haben bei den beschlagnahmten Chamäleons, die wir damals vom Flughafen bekommen haben, das war am 20.01.2020 und jetzt fast 2,5 Jahre später kann man sagen, dass sich die Bestände der beschlagnahmten Tiere sehr gut entwickelt haben. Von dem einen, dem seltensten und bedrohtesten, dem Guru-Zwergchamäleon, haben wir, ist unser derzeitiger Stand, ich glaube 172 Jungtiere. Das ist sehr viel. Sie sind auch von verschiedenen Weibchen, was sehr gut ist, damit man möglichst wenig verwandte Tiere hat, um ein Zuchtbuch zu kreieren. Das werden wir auch machen, europaweit. Das ist schon geplant und besprochen, auch mit der EASA, mit der Europäischen Zooorganisation. Das bedeutet, wir werden die Tiere auf europäische Zoos verteilen und dort werden die Tiere nachgezüchtet. Das können aber auch private Züchter mitmachen. Also es ist auch interessant, wenn sehr gute Chamäleon Züchter mitmachen, weil es geht eigentlich um das Ziel, diese Art langfristig in menschlicher Obhut zu halten. Die anderen Arten haben sich auch sehr gut vermehrt. Das war schwieriger, weil wir haben dort viel weniger Ausgangstiere gehabt, aber wir haben es eigentlich geschafft, von derzeit schon von fast allen Arten Jungtiere zu erzielen. Da hat es einige erstaunliche Phänomene gegeben. Es ist ja so, dass diese Tiere aus den Arc Mountains stammen. Das sind diese Berge, relativ küstennah in Tansania, zieht sich aber bis Kenia rüber, die so mittelhoch sind, also so, ich sage mal, maximal 2000 Meter, viele auch niedriger, und wo so eine Temperatur vorherrscht zwischen 25 Grad Maximaltemperatur und es geht halt runter bis 8 Grad, 7 Grad in der Nacht wahrscheinlich. Und diese Arten sind aber alle noch eierlegend. Das ist aber so, wenn man sich vorstellt, in so einem Gebiet liegen die Eier im Boden, ist dort schon sehr kühl. Ja, also das heißt, wir inkubieren die Eier bei 18 bis 20 Grad und wir haben eben eine Art, das Maché, das ist das Riesen-Zweihorn-Chamäleon aus den Usambara-Bergen. Das hat eine Inkubationszeit von genau 470 Tagen, ist das erste Jungtier geschlüpft. Das heißt, es ist fast 1,5 Jahre hat das gedauert, bis die ersten aus dem Ei gekommen sind. Das ist ungewöhnlich lange. Eine normale Schildkröte unter Anführungszeichen braucht 60 Tage oder so. Ja. Also das ist eigentlich so eine normale Reptilienzeit, eine anständige, aber über 400 Tage, das ist schon sehr was Besonderes. Also es ist so, dass wir jetzt insgesamt vier Arten nachgezüchtet haben und bei den vier glauben wir auch, dass wir Bestände haben werden. Wir haben auch von allen Eiern liegen, das heißt, es schaut eigentlich sehr gut aus und man muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass über diese Arten vorher sehr wenig klar war, ist es ein sehr schöner Erfolg, aber es ist auch ein unglaublicher Aufwand, den unsere Tierpfleger da treiben müssen und eine schöne Zusatzbelastung, die sich aber auch wirklich lohnt. Es ist so, wenn die Jungtiere aus dem Ei schlüpfen, sind sie an sich selbstständig und man muss eben, das war ein bisschen schwierig am Anfang, festzustellen, welche Temperaturen bevorzugen sie, welche Strukturen bevorzugen sie, weil junge Chamäleons natürlich, Chamäleons sind grundsätzlich sehr anfällig auf falsche Umweltparameter, aber junge, wenn es zu warm ist, werden sehr schnell schwach und dehydriert. Deswegen muss man am Anfang sehr genau beobachten, aber wir wissen das jetzt bei den Jungtieren, wie man sie am besten unterbringt. Sie werden einmal am Tag getränkt, einmal am Tag gefüttert. Das Futter ist sehr weit gestreut
Das beste Futter sind Ofenfischchen, vergleichbar mit den Silberfischchen, die manche noch aus ihrem Badezimmer kennen. Die züchten wir selber und da gibt es eben in allen Größen. Das ist ein sehr weiches Futter und sehr beliebt bei fast allen Reptilien. Dann natürlich die klassischen Fruchtfliegen kommen zur Anwendung, aber nur sehr wenige. Wenn man sehr viele Fruchtfliegen füttert, kann auch sein, dass die Jungtiere davon sehr, sehr gestresst sind. Ja, also die können auch eigentlich einen negativen Effekt haben. Und dann, wenn sie ein bisschen größer sind, kommen auch schon kleine Hämmchen dazu. Also wir züchten unser Futter selber und haben dadurch auch die Kontrolle und den Überblick und können halt immer die richtige Größenklasse von Futter auswählen und den Tieren bieten. Und das Futter selber wird eigentlich noch mit Mineralien versetzt, teilweise auch mit Vitaminen. Und ganz wichtig ist die UV-Beleuchtung, dass die Knochenentwicklung bei den Jungen perfekt ist. Das ist eben das D3 notwendig, dass die Tiere nicht selber bilden können, sondern über Sonnenlicht synthetisiert wird. Und darum ist eine gute UV-Beleuchtung, UVB, ganz entscheidend. Muss man das Ganze natürlich auch einmal grundsätzlich hinterfragen, warum treibt ein Zoo solche Dinge hinter seinen Kulissen? Das ist eigentlich den Besuchern gar nicht zugänglich. Wir kommunizieren das eigentlich nur über bestimmte Medien. Bringt es das überhaupt? Ja, es bringt es eigentlich deswegen, weil das unsere Kernaufgabe ist. Die Kernaufgabe von Zoos ist, Arten zu schützen und mit zu unterstützen bei Artenschutz. Und es gibt jetzt sogar von der IUCN einen, den sogenannten One-Plan-Approach, das heißt einen Plan, wo praktisch die Arbeit von Artenschützern, die im Lebensraum der Tiere stattfindet und außerhalb des Lebensraumes verbunden gehört. Das heißt, hier werden dann die Erfahrungen zusammengenommen, wir züchten die Tiere hier, wir lernen über die Tiere, wir kriegen natürlich auch viele Daten über die Tiere. Wir wissen, bei welchen Temperaturen diese Eier schlüpfen und so weiter und so fort, was die Tiere fressen, wie sie sich verhalten. Und das sind wichtige Daten, wenn man Lebensräume zum Beispiel renaturieren will. Das sind aber auch ganz grundsätzlich wichtige Lebensräume, wenn es um Lebensraumzerstörung oder so geht, dass wir den Leuten auch im Freiland sagen können, auf was es ankommt und was für diese Tiere wichtig ist. Und so kann man diese Informationen zusammenschieben, soll nicht, sondern muss es auch. Also es ist wirklich die Forderung von der Weltnaturschutzbehörde, dass die Leute im Freiland und eben in zoologischen Einrichtungen miteinander alles geben, um die Arten langfristig zu erhalten. Jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.